Sie haben unheimliches Material gesammelt. You have collected impressive material. Ja. Zunächst vom Beginn der Kulturrevolution. Wo kommt sie her? Kommt sie von den Rändern, kommt sie aus dem Zentrum? Where does it come from? Does it come from periphery or does it come from the center? Well, it's Chinese officials. Chinesische Offizielle declared all cultural revolution haben materials pretty much off limits. Haben die das Material zur Kulturrevolution für tabu erklärt. Das heißt, wir kommen nicht in die offiziellen Archive. Wir mussten Umwege nehmen. Und wir haben vor vielen Jahren bereits mit dem Sammeln begonnen. Und wir haben bereits mit dem Sammeln begonnen, als wir diesen Film erst geplant hatten. Und ist jetzt die Kulturrevolution von der Peripherie oder aus dem Zentrum gekommen? So, does it come from the periphery or does it come from the center? Well, it's one of those strange revolutions. Es ist eine der seltsamsten Revolutionen, in der die Führung von China, insbesondere Mao, eine Revolution innerhalb der Revolution wollte. Es gab aber gleichzeitig sehr viel Druck, vor allem unter den jüngeren Leuten, Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Das heißt, man kann beides sagen. Es kam sowohl von den Rändern als auch aus der Mitte. Und wie beginnt das Ganze? And how does it start? In kleinen Kreisen, ja? In small circles? Ist so etwas wie ein Fluss, der in Bächen like anfängt, ja? In Quellen und dann plötzlich ein Strom wird. And ja? Then suddenly becomes a stream. In many ways it starts with the fear that China would become too much like the Soviet Union. Ich denke, dass es vor allem mit der Angst begann, dass China so werden könnte wie die Sowjetunion, wo die Technik und das industrielle Know-how die Politik überrumpeln könnte. Aber ich glaube, dass es wirklich auf der Bühne begann, nämlich mit der Theaterreform und der Operettenreform, die sicherstellte, dass nicht die Ökonomie die Gesellschaft bestimmen würde, sondern der Idealismus, der dort dargestellt werden konnte. Das heißt, es beginnt auf dem kulturellen Gebiet und auch deswegen heißt es eine Kulturrevolution im Film, im Theater, bei der Gesetzgebung und in der Erziehung. Um sich gegen eine technokratische Überfremdung ja, zu wehren. In order to drive back a technocratical alienation from oneself. Indeed, but also to make sure that those who have technical abilities. Aber auch um sicherzustellen, dass die das technische Wissen haben, auch politisch verlässlich werden und revolutionäre werden und die politische Revolution nicht in die Hände von Bürokraten fallen zu lassen. Das war der Gedanke dahinter. Und ich denke, das ist der Aspekt, der aus der Mitte kommt. Was heißt, dass Mao genau diese Gedanken hatte und versucht hat, diese Reform der Revolution innerhalb des Parteiapparats durchzusetzen. Es gab aber ein anderes Element aus den Grassroots, aus dem Grund der Gesellschaft, nämlich diese Gesellschaft war eine sehr geschlossene, ohne jede geregelte Äußerungsmöglichkeiten für Sorgen, für Probleme. Das heißt, Studenten, die Beschwerden hatten, Studenten, die sich beschweren wollten über autoritäre Prozesse,
Professoren oder Lehrer, für die hatten sie, für die gab es keine Kanäle, für die gab es keine Plattformen der Diskussion, so dass als Mao die Rebellion und die Reform der Revolution ausrief, sich auch viele junge Leute da sehr enthusiasmiert fühlten und dachten, hier beginnt jetzt eine Revolution auf der Ebene des Volkes, wo man sich auch gegen einen Fabrikdirektor zum Beispiel erheben kann. Es gab keinerlei offizielle Kanäle und das führte dazu, dass zu Beginn der Kulturrevolution die Leute einfach um sich schlugen. Und für die jungen Leute gab es auch eine Nostalgie. Sie hatten das Gefühl, sie hätten die wirkliche Revolution, die ihre Mütter und Väter erlebt hatten, verpasst hatten. Sie hatten damals noch nicht teilgenommen. Sie wollten Teilhabe an der Revolution. Sie hatten keinen Krieg erlebt. Sie hatten keine soziale Teilhabe. Sie konnten nicht wirklich teilnehmen. Und die Kulturrevolution gab ihnen dieses Gefühl, an großen revolutionären Projekten teilzuhaben, von denen sie über ihre Eltern erfahren hatten und über die sie gelesen hatten. Bei Marx heißt es immer, dass die Revolution wie eine Geburt einer neuen Gesellschaft ist. Aber das, was Sie beschreiben, sieht nicht wie eine Geburt aus. Sieht aber wohl so aus, wie das etwas Wirkliches und etwas Theoretisches zusammensuchen. Jede neue Gesellschaft hat Geburtsschmerzen. Das heißt, es war keine einfache Geburt, keine leichte Geburt. Es ist das Gleiche wie bei der russischen Revolution und bei allen Revolutionen im 20. Jahrhundert rund um die Welt. Wenn man einmal durch die Revolution an die Macht gekommen ist, wie hält man die Revolution jung, wie hält man sie lebendig, wenn es keine soziale Bewegung gibt? Wie erhält man diesen Motor der Revolution im Gange? Und das ist eine Frage, über die Trotzki und auch Mao sich sehr große Gedanken gemacht haben. Also Mao Zedong würde als Trotzkist 1937 verurteilt worden sein. Could be termed a Trotzkist and would have been punished in 1937? Well, no, he took a lot of effort in China in the 1920s and 30s. In den 20er und 30er Jahren hat er sehr viel Anstrengungen genommen, Trotzkisten, dann seine Partei von Trotzkisten zu reinigen. Und Mao war aber andererseits einer der Führer, der versucht hat, unter sozialistischen Bedingungen eine Revolution herbeizuführen. Das ist eines der großen Paradoxe des 20. Jahrhunderts. Man sieht ihn jetzt, wie der Vorsitzende in die Fluten des großen Flusses sich begibt. Und er schwimmt. Wenn Sie mir dieses mal beschreiben, das ist sehr eindrucksvoll in Ihrem Film. Das war am 16. Juli 1966 im Sommer. Mao war von Peking sehr viele Monate weg gewesen, um die politische Entwicklung aus der Ferne zu steuern. Und vor vielen Jahren war er durch den Yangtze-Fluss geschwommen, um seine große physische Stärke vorzuführen, seiner Partei das vorzuführen. Und ich glaube, das war eine Zeit, wo er ein politisches Statement, eine politische Äußerung durch diese Stärke noch einmal machen wollte. Zu dieser Zeit wurde es geheim gehalten und erst 9 Tage nach dem Schwimmen, nach dieser Überquerung, waren die Medien vor Ort und haben das als Propaganda verbreitet. Und für junge Menschen war das ein großartiges Symbol der Stärke ihres Führers. Der Schwimm war eigentlich sehr zahm. Er trieb so durch den Fluss. Es wurde natürlich dann sehr stark aufgebaut, nachdem die Medien da waren. Ist das Wasser auch symbolisch? Der Fluss, die Bewegung, seit Heraklit, eine berühmte Metapher. Ja, es ist eine Metapher, die Maos Leben durchzieht. Als junger Mensch war er sehr interessiert an Sport. Man musste sich den Elementen entgegenstellen und mit der Natur kämpfen, um die Gesellschaft, um die Welt zu verändern. Es ist eine sehr bekannte Idee, ein sehr bekannter Gedanke. Und als er schwamm, war das auch die Metapher dafür, dass sein Land durch Wellen, durch Stürme durchgehen musste, um zu neuen Zeiten zu gelangen. Und das war die Metapher, die er verwendete.
Ich bin eine Filmemacherin jetzt. Ich habe 20 Jahre Filme gemacht. Ich habe einen Abschluss in Kunstgeschichte. Aber ich lehre nicht mehr, weil ich angefangen habe, Filme Sie zu machen. Wie kommen Sie nun hierzu? Ja, also Sie sind 1949 in Peking geboren, glaube ich. You are born in Beijing, ja. Beijing, ja. 1949. Und zwar 49, yes. Ja, nicht? Ja. Ja, ich habe meine ersten 21 Jahre dort verbracht. You're ein Kind child der ersten Wende, ja, nicht? Of the first turnaround. Of the revolution, of the overtaking of power. Der Machtübernahme. Ja, ich wurde genau zur Gründung der Volksrepublik geboren, als die Kommunisten an die Macht kamen. Und was ist nun Ihre Position, also Ihre Haltung, ja, Ihr Interesse, dass Sie einen so also energischen Film hier machen? Es war für mich ein sehr schwieriger Film, weil meine Erfahrungen, die ich durch die Jahre gesammelt habe, wenn wir zurückblicken auf die Jahre, dann sehen wir sehr viele Strömungen an der Arbeit. Es ist sehr schwierig, einen Film zu machen, der der Komplexität dieser Erfahrung wirklich gerecht wird. Das heißt, ich habe es nicht sehr leicht genommen und habe die Ermutigung meiner Familie und meiner Mitarbeiter gebraucht. Was wir vor allem zeigen wollten in diesem Film, war, dass wir weg wollten von dem simplifizierenden Schwarz- und Weiß-Bild. Die Welt außerhalb Chinas mag den Eindruck haben, dass Mao eines Tages den Einfall hatte, das könnte eine gute Organisation sein, das könnte eine gute Partei sein und hatte dann die jungen Leute auf seiner Seite, sondern wir wollten zeigen, dass die Bewegung von unten, die Grassroots-Bewegung, eine sehr motivierte, eine sehr jugendliche war, die Mao wiederum inspirierte. Und ich glaube, was auch von Bedeutung ist, ist, dass viele Bücher und viele Literatur, die über die Kulturrevolution herausgaben, kamen, eine Metaphorik des Opfers verfolgt. Das heißt, alle Literatur formuliert, ich bin ein Opfer der Kulturrevolution. Das heißt aber, dass es eben nicht genug, wenn es so viele Opfer gab, kann es nicht genug Kontrahenten gegeben haben, nicht genug, die dagegen aufgestanden sind. Das heißt, hier unser Film zeigt, wie Opfer und Täter einander abwechseln, wie sie einander ablösen und dass es sehr viel zu einfach ist, sich zu Opfern zu machen aus der europäischen Perspektive. In der Französischen Revolution, ja, und das hat ja jeder im Kopf gehabt, gab es den Thermidor, ja? Das heißt, das plötzliche Ende, ja, den Sturz Robespierres, ja, nicht die Wiederherstellung, ja, der Verhältnisse, ja, an einem Nullpunkt, ja. Und diesen Thermidor fürchtet ja, ja, jedes revolutionäre Regime. Wenn Sie einmal beschreiben, wie stellen Sie da den Tod von Chu Enlai? How do you would you depict the death of Chu Enlai in this context? Well, it's one of the great paradoxes of the Chinese situation. Das ist eines der großen Paradoxe an der chinesischen Situation. Dieses paradoxe Bild einer Revolution in der Revolution führt in eine Katastrophe, in eine ökonomische und politische Katastrophe und endet dann im Tod von zwei Leuten, Chu Enlai und Mao. Aber bevor diese sterben, haben sie einen Mann, der am Anfang der Kulturrevolution vertrieben wurde, wieder an die Macht gebracht, nämlich Deng Xiaoping. Und als er nach dem Tod von Chu Enlai und Mao wieder an die Macht kommt, fängt eine vollkommen neue Veränderung an, eine politische und wirtschaftliche Entwicklung, die die gesamte Idee bisher negiert. Es nimmt die äußere Form des Maoismus und der kommunistischen Partei an, aber das ist, was wir heute sehen. Das ist eine Nicht-Revolution. Die heutige Gesellschaft in China, eine nicht-revolutionäre Gesellschaft, die Sprache der Revolution übernommen hat, eine postmoderne Konstruktion, ein künstliches Gebilde. Die Ideale im Sinne einer Ideologie
sollten eine Situation herstellen, in dem einem sozialistischen Staat die Möglichkeiten für eine kontinuierliche, für eine fortdauernde Revolution hergestellt werden sollten und dem Volk erlauben, in der Erziehung, in der Politik, in der Ökonomie etwas zu mitreden zu haben. Es sollte weder ein westliches Modell noch eine Imitation der Sowjetunion sein. Es zielte auf eine Massendemokratie ab, auf eine Massendiktatur und auf eine Massenkultur. Und die, das Resultat war eine Katastrophe auf allen Ebenen, weil keine der verschiedenen Gruppen für die Masse reden konnte und alle gleichzeitig Anteil haben wollten an der Macht. Und das führte zu einem Chaos und zum Zusammenbruch des strukturierten politischen Lebens. Ich glaube, für die jungen Menschen gab es auch diese Vorstellung des versprochenen Landes, einer Utopie, mit der sie von jung klein auf aufgewachsen waren. Es gibt in dieser Utopie keinen Unterschied zwischen geistiger und körperlicher Tätigkeit. Jedes Individuum ist nach Marx ein kreatives Wesen. Und ich glaube, dass die jungen Menschen daran glaubten und dass sie dachten, dass die kulturelle Revolution das bringen konnte, dass sie die Hierarchien niederbrechen könnte. Das heißt, für die Jugend hatten die Jugend, die sich in diese Kulturrevolution stürzte, hatte eben diese egalitären Vorstellungen einer utopischen Gesellschaft, wurden dann aber aufgesogen von den praktischen Konflikten, die nicht in einen Zustand mündeten, den sie sich erträumt hatten. Die Deutung des Marxismus durch Mao Zedong geht ja von bäuerlichen Produktionsweisen aus. Ja? Viele Ideale, die zunächst, die ausformuliert wurden zuerst in der Kulturrevolution, wurden in Jenan formuliert und das ist eine Basis der Agrikultur. Und viele der Texte, viele der Ideen, der Ideale gehen auf diese Art einer agrikulturellen Utopie zurück. Und zuletzt werden die Revolutionäre der Kulturrevolution ja auch auf das Land verschickt, um sich selbst zu verändern durch die Arbeit auf dem Land. Und damit hier werden sie natürlich auch mit der agrikulturellen, mit der landwirtschaftlichen Realität Chinas konfrontiert und sehen, dass sich nicht viel verändert hat, dass es immer noch wie früher ist. Das heißt, die Konfrontation mit der landwirtschaftlichen Realität und der Utopie dieser jungen Menschen, die aufs Land kommen, haben auch wiederum einen zerstörerischen Effekt. Warum haben Sie den Film genannt Morning Sun? Why did you call the film Morning Sun? No, it comes from a very famous quote Mao Zedong. Es kommt aus einem sehr berühmten Zitat Mao Zedongs aus einer Rede von 1957 in Moskau. Eine Rede an die chinesischen Studenten, die in Moskau studierten. Und er sagte, ihr jungen Menschen, die ihr jetzt am Anfang eures Lebens steht, ihr seid wie Menschen in der Morgensonne um 8 Uhr morgens und alle Hoffnungen liegt auf euch. Das heißt, diese Worte waren Inspiration und Mut für eine ganze Generation von jungen Menschen. Und Mao hat diesen jungen Menschen eine ungeheure Verantwortung aufgeladen, die Zukunft der Welt auf ihre Schultern zu nehmen. Und wir haben unseren Film so genannt, weil die jungen Menschen gelernt hatten, ihre eigene Rolle so wahrzunehmen. Aber natürlich war Mao die einzige Sonne. Es gab keine weitere Sonne. Er hat diesen Menschen eine Hoffnung genannt und er hat jenen eine Sonne genannt, aber wir haben letztlich gelernt, dass niemand sich Sonne nennen darf, außer Mao selbst. In der Propaganda gab es noch einen zweiten Kandidaten, der Sonne werden sollte, ja, Lin Piao, ja, nicht? Wenn Sie mir den einmal beschreiben.
Er war ein Waffengefährte, ein Junge von Maus, er war auserwählter Nachfolger und er kommt in einem sehr merkwürdigen Flugzeugunfall um. Wie deutet man diesen Plane Crash ein? Ist das ein Attentat? Es ist bis heute ein Rätsel. Es gibt Theorien, dass Lin Biao erst hingerichtet wurde und dann in das Flugzeug gesetzt wurde. Es gibt eine Theorie, dass er eigentlich in die Sowjetunion mit dem fliehen wollte mit diesem Flugzeug und dass er unterwegs abstürzte mit seiner Frau und seinem Sohn. Es gibt eine Theorie, dass er versucht hatte, Mao zu töten und dann floh und dass das Flugzeug abgeschossen wird. Es gibt bis heute unzählige Theorien. It's an enigma like the archangels. Ja, die zu Satan wurden. That have become Satan, certainly. Some people believe also that his Manche Menschen glauben auch, dass sein Sohn eine Vergangenheit hat, ein Interesse hatte und dass er selbst eigentlich gar nicht mehr zurechnungsfähig war und sein Sohn, der eine Einstellung sehr stark gegen Mao hatte, anti-maoistisch, und dass er der Draht hier hinter diesem Flug war. Und manche denken auch, dass er eben durch seinen Sohn gezwungen wurde, dieses Flugzeug zu nehmen. Aber ich glaube, wir können niemals auf den Grund dieses Geheimnisses kommen, weil es so viele politische Intrigen gab, dass es sehr schwierig zu lösen ist. Sie gehen ja nicht parteiisch vor, dass Sie sagen, dies ist richtig und dies ist falsch. Ja? Weil es offenkundig keinen Richterstandpunkt über große geschichtliche Ereignisse gibt. Aber Sie sagen, Öffentlichkeit muss hergestellt werden. Historical evolutions, but you say there must be a public view. It must be publicized. We know full well that there are many elements of the history of the People's Republic. Wir kennen natürlich viele Elemente der Geschichte der Volksrepublik China, insbesondere von der Kulturrevolution. Wir wissen heute sehr viel, aber es wird erst überhaupt etwas zu wissen geben, wenn die Archive geöffnet werden. Sie sind immer noch im Wesentlichen geschlossen. Was wir versuchen, ist die psychologische Landschaft nachzuzeigen, zu skizzieren der Menschen, die diese Kulturrevolution erlebt haben, wie es sich angefühlt hat, daran teilzunehmen und wie die Logik aus dem Inneren dieser Kulturrevolution funktionierte. Es ist zu einfach, Mao als monomanen Diktator zu bezeichnen. Man kann zu leicht behaupten, dass die Rotgardisten blinde Nachläufer, Parteigänger waren. Was wir zeigen wollen, ist, wie können Menschen enthusiasmiert werden, wie können sie motiviert werden, wie können sie verraten werden und wie kann das im Film dargestellt werden, wie kann diese Welt im Film dargestellt werden. Archivarbeit ist sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, dass es sehr schwer und genauso wichtig ist, eine psychologische Wahrheit herauszuarbeiten.